Hallo und herzlich willkommen auf Lorena.de. Schauen wir uns eine Anwendungsaufgabe zum Thema Differentialgleichung beim Wachstum an. Und zwar haben wir einen Fall, nehmen wir einfach mal an, Alkohol wird mit 15% des vorhandenen Alkohols im Körper pro Stunde abgebaut. Tatsächlich ist das ein sehr ungenauer Wert, allerdings wir rechnen einfach mal damit und schauen, was dabei rauskommt. Stellen wir uns vor, jemand trinkt einfach so 2 Liter Bier, mehr oder weniger, so schnell er kann. Danach aber gar nichts mehr. Die Frage ist jetzt, wann hat er wieder so wenig Alkohol im Blut, dass er unter 0,5 Promille ist. Das heißt, man könnte das mal ausrechnen, bei einer 80 Kilogramm schweren Person wären es etwa 35 Milliliter Alkohol, die er maximal noch im Körper haben dürfte. 0,5 Promille ist natürlich eine wichtige Grenze. Über 0,5 Promille kann man auf gar keinen Fall mehr Auto fahren. Auch unter 0,5 Promille ist es gefährlich. Erst ab 0,3 hätten wir auch die Möglichkeit, dann im Fall eines Unfalls nicht die Schuld zu bekommen. So viel nur am Rande. Schauen wir uns mal an, wie also sich das verhält. Das heißt, wann wieder unter 0,5 Promille vorhanden ist. 2 Liter Bier. Stellen wir uns vor, das Bier hat 5% Alkohol. Das heißt, wir wissen, 2 Liter mal 5%, das wären 100 Milliliter Alkohol. Also 100 Milliliter reiner Alkohol wäre in diesen 2 Litern Bier. Das ist unser Anfangswert. Damit beginnt sozusagen der Abend. Jetzt wissen wir hier oben, dass der Alkohol um 15% pro Stunde abgebaut wird. Nun, das heißt, welche Art von Wachstum haben wir? Nun, wir haben natürlich wieder, wenn gar nichts mehr dazukommt den ganzen Abend, so einen exponentiellen Zerfall, wie wir schon bei Halbwertszeiten kennen. Das heißt, wir müssen mit diesem exponentiellen Wachstum arbeiten. Das heißt, die Differentialgleichung für exponentielles Wachstum wäre dann f' von x gleich k mal f von x. Diese Wachstumskonstante kann man dann direkt ablesen, wenn es heißt, 15% pro Stunde werden abgebaut. Das heißt, dann wissen wir schon, minus 0,15 ist k mal f von x. Auch das ist ungenau, das ist nur ein Näherungswert, wenn man es so macht. Exakt wäre es dann, wenn man es so machen würde, wie wir es aus der Mittelstufe kennen, mit a hoch x. Aber so kommen wir auch in eine relativ gute Näherung. F' von x ist minus 0,15 f von x. Und wir wissen, der Anfangswert ist 100. F von 0 ist 100. Und jetzt ist es eine Aufgabe, die wir schon kennen, nämlich wir müssen aus der Differentialgleichung unsere Funktionsgleichung machen. Das ist bei exponentiellem Wachstum nicht schwer. F von x ist f von 0, also 100, mal e hoch kx, also e hoch minus 0,15x. Das ist unsere Funktionsgleichung. Und jetzt ist es nicht mehr schwer. Die Frage ist, wann sind von diesen 100 Milliliter reinem Alkohol nur noch 35 Milliliter übrig? Das heißt, ich setze für f von x 35 ein. Muss ich diese Gleichung noch nach x auflösen. Das ist nicht schwer, ich teile durch 100, dann würde hier stehen 0,35 gleich e hoch minus 0,15x und jetzt muss ich das e wegbekommen, das kann ich mit Hilfe des ln auf beiden Seiten. Dann steht hier ln von 0,35 und auf der anderen Seite steht ln e hoch minus 0,15x. Ln e löscht sich aus, das heißt, es steht nur noch da minus 0,15x. Das aufzulösen ist jetzt wiederum ganz einfach. Ich teile durch minus 0,15. Da steht also da, x ist gleich ln von 0,35 durch minus 0,15. Das x ist eine Zeitangabe, nach wie vielen Stunden, wir haben ja gesagt, messen das x in Stunden. Das heißt, hier steht eine negative Zahl, aber das ist egal, weil hier oben steht auch eine negative Zahl. Das heißt, wir bekommen einen positiven Wert. Wenn ihr das in den Taschenrechner eingibt, sehen wir, das sind fast 7 Stunden, 6,99 Stunden. Das heißt, wir können runden, das sind etwa 7 Stunden. Das heißt, nach etwa 7 Stunden wäre diese Person wieder in der Lage, unter 0,5 Promille gegebenenfalls am Straßenverkehr teilzunehmen. Schauen wir uns die nächste Aufgabe an. Stellen wir uns vor, jetzt trinkt jemand jede Stunde einen halben Liter Bier, also eine Flasche Bier. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel kann er damit maximal, also der maximale Alkoholpegel, den er damit erreichen kann. Und vor allem auch die Frage, ja, wie viel hat er nach 3 Stunden, hat er gerade 3 Flaschen getrunken, wie viel hat er da Alkohol im Blut? Okay, schauen wir uns das an. Jede Stunde 0,5 Liter Bier.
und es baut sich um 15% pro Stunde ab. Das heißt, wir haben hier zwei gegenläufige Effekte. Der eine Effekt, es kommt immer wieder Bier dazu oder immer wieder Alkohol dazu und gleichzeitig baut der Körper etwas ab. Diesen gegenläufigen Effekt, der führt dazu, dass es sich irgendwann mal bei einem Wert einpendelt. Das heißt, wir haben logischerweise hier beschränktes Wachstum. Wie sieht die Differentialgleichung aus? F' von x ist k mal s minus f von x. K, das wissen wir von oben, ist 0,15, das heißt Abbau minus 0,15. Mal s minus f von x. Das heißt, wir hätten hier, Entschuldigung, es geht nicht so einfach, man muss sich das bildlich vorstellen, 0,5 Liter. Das heißt, es kommen 0,5 Liter Bier, das sind 5% davon, 25 Milliliter reiner Alkohol. Das heißt, es kommen jede Stunde 25 Milliliter dazu. Und jetzt muss man sich überlegen, wie viel geht ab. Und jetzt kommt das KS ins Spiel. Und zwar 0,15 von dem, was wir schon im Körper haben. So muss man sich das vorstellen. Die Ableitung ist ja in der Einheit sozusagen Milliliter pro Stunde. Und dann ist klar, 25 Milliliter kommen dazu. Und 15% des Wertes, der bereits im Körper ist, geht ab. Die 25, die haben mit f und x nichts zu tun. Die sind unabhängig vom Körper, die kommen dazu. Aber der Abbau, der ist abhängig von dem, was schon im Körper vorhanden ist. Okay, jetzt haben wir die Differentialgleichung und jetzt brauchen wir wieder unsere Funktionsgleichung. Nun, wir haben wieder diesen Fall, dass wir hier noch nicht die eigentliche Form haben. Das heißt, wir müssen erst ausklammern. Wir klammern das 0,15 aus, weil wir das k vorne stehen haben wollen und das ist ja gerade das 0,15. Dann steht da 25 durch 0,15 minus f von x. Jetzt kann man das hier natürlich noch ausrechnen. 25 durch 0,15, das ist gerade 166, Periode 6 minus f von x. Das ist also unsere Differentialgleichung. Und jetzt, wo wir die Differentialgleichung haben, können wir unsere eigentliche Funktionsgleichung bestimmen. Wir wissen, f von 0 ist 0, am Anfang hat er noch gar nichts getrunken gehabt. Das heißt, wir können f von 0 als 0 setzen. S ist 166, Periode 6, weil wir die Form k mal s minus f von x haben. Und k ist 0,15. Gleichzeitig wissen wir, 166,6 ist unsere Schranke. Das heißt, es ist das, was hier gefragt wurde, was ist der maximale Alkoholpegel? Das heißt, mehr als 166,6 Milliliter wird durch dieses Trinkverhalten nicht aufgenommen. Nun können wir also die Funktion bestimmen. Wir wissen, k ist 0,15. Dann ist f von x, also s, also 166,6, minus s minus f von 0. Naja, f von 0 ist 0, das heißt, es stehen da 166,6 mal e hoch minus kx. E hoch minus 0,15x. Das ist unsere Funktionsgleichung. Und jetzt können wir uns die Frage anschauen, nämlich diese hier. Wie viel es nach 3 Stunden sind? Das ist nicht schwer. Ich muss hier einfach für x 3 einsetzen. F von 3 wäre dann also 166,6 minus 166,6 e hoch minus 0,15 mal 3. Jetzt kann man das Ganze in den Taschenrechner eingeben und man sieht, es kommt hier raus 60,39 Milliliter. Das heißt, obwohl unsere Testperson 3 Bier bis zu diesem Zeitpunkt schon getrunken hat, das heißt 75 Milliliter aufgenommen hat, sind nur noch 60 Milliliter im Körper vorhanden. Trotzdem, das ist Wert, der natürlich trotzdem deutlich über diesen 35 Milliliter liegt, den wir hier oben festgesetzt haben. Allerdings, wie ich am Anfang schon gesagt habe, diese 15% pro Stunde, tatsächlich verhält sich der Alkoholabbau etwas anders. Tatsächlich kann man eher davon ausgehen, dass er linear abgebaut wird. Das heißt, dass es auch nicht so eine maximale Grenze gibt. Dennoch gibt es auch bei manchen, sagen wir mal, Leuten, die schon das Alkoholtrinken gewöhnt sind, tatsächlich diesen Faktor, dass je mehr getrunken wird, desto schneller auch der Körper den Alkohol abbaut. Das ist allerdings nicht so die Regel, wie man sie hier festgelegt hat. Deswegen Vorsicht. Man kann nicht sagen, man trinkt eine pro Stunde eine Flasche Bier und hat dann
am Ende irgendwo eine feste Grenze. Nein, diese Grenze gibt es in Wirklichkeit nicht. Das ist nur ein Rechenmodell. In Ordnung, schaut doch mal auf der Homepage www.virelda.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.